Hallo Ines. Hallo Marc. Wir sind mal wieder vor der Tür. Ich war Wochen oder Monate nicht mehr vor der Tür. Ja, was ist das da oben? Weiß ich Himmel, nicht. Himmel. Keine Ahnung. Beurteilt, was das da oben ist, ein Baum. Und jetzt haben wir einen Dreh. Jetzt fängt nämlich so langsam schon die Nach-Corona-Bearbeitung an. Jetzt ist es Januar, Mitte Januar, ja, Schatz, bevor jetzt die 2021. Und es fängt jetzt an, dass die Leute darüber berichten, wie es ihnen bei Corona gegangen ist, sozusagen. Da sind wir mal gespannt. Das wird eine fotografische Arbeit und wir nehmen euch jetzt einfach mit. Jetzt seht ihr schon, wir sind im Fotostudio. Da ist eine Kamera. So sahen Kameras früher aus. Und hier ist sie Auszubildende. Hast du gesagt Auszubildende? Ja, hallo. Ja, die heißt Emily Bartomeo. Emily, und du hast gar kein Schild. Ich bin die Martina Arendt. Warum hast du kein Schild? Ich bin nur freie Mitarbeiterin, weil ich die Frau von dem Projektleiter bin. Du bist die Frau vom Projektleiter. Der Projektleiter ist da hinten. Oder Künstler. Künstler, beides, ne? Künstler, genau. Was kommen sonst für Leute hier so rein ins Fotostudio auf der Lellbrücker Hauptstraße? Alle möglichen Leute, ein paar Prominente, wie du hinter dir sehen kannst, aber ansonsten eben... Wer ist das? Ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, wer das ist. Professor Lesch, Jan Garugischwar vom BDR. Was macht Professor Lesch? Den sieht man bei Terra X zum Beispiel sehr oft. Ein Wissenschaftler, der auch Fernsehen macht. Genau. Und ansonsten jeder, der schöne Hochzeitsfotos möchte, Aktfotos, Bewerbungsbilder. Was möchtest du lieber, Foto, Akt oder Bewerbung? Akt wäre ja mal ganz nett, mal wieder. Mal wieder? Ich weiß da nichts von. Habt ihr die Bilder von der Ines gesehen? Postet sie hier drunter. Ja, von mir. Jetzt sehe ich, hier gibt es tatsächlich eine Erotikaktion. Was kriegt man für 99 Euro? Für 99 Euro kriegt man ein Erotik-Shooting und die passenden Bilder dazu. Aber was passiert da beim Erotik-Shooting? Na, sie gehen mit dem Herrn Arendt nach hinten, da kommen sie auch gleich drin. Und da ist eine total tolle, lockere Stimmung. Man kann sich eigentlich direkt ausziehen, anfangen Bilder zu machen und sich so frei bewegen, wie man möchte. Ich war schon ein paar Mal dabei, macht wirklich viel Spaß, auch zuzugucken. Hast du auch schon welche gemacht oder lieber nicht? Nein, ich darf noch nicht. Nee, ich meine dich ausgezogen, weil es so locker und frei ist, meine ich jetzt. Oh, ich überlege noch, ob ich das mache. Würdet ihr es machen, postet es hier drunter. Hier, jetzt taucht der WDR hier auf, der Westdeutsche Rundfunk. Wir zwei kennen uns, hast du gesagt? Ja. Was für ein Piratentyp? Also, da war ich Pirat. Will sie lieber nicht sagen. Ich habe früher bei Piraten der Karibik mitgemacht. Ich war der Hauptdarsteller, aber jetzt bin ich abgesetzt worden. Hallo, was machst du hier? Ich bin der Kameramann vom WDR. Machst du hier das Erotik-Shooting? Ich mach das Erotik-Shooting mit dir, ja. Ich mach den Ton, ich bin der Ton von dem Erotik-Shooting auch. Wir treten ein in das Reich, der hier kann man machen, was man möchte. Man kann erotisch sein, man kann Dart spielen. Kannst du Dart? Total gut. Und Scheiß jetzt? Mhm. Wirklich? Ich habe gegen den Chef gewonnen. Wow. Das ist ganz schön, das darf man gar nicht veröffentlichen. Wie oft? Aber sie hat ja nur einmal gewonnen, nur einmal. Sonst hast du immer gewonnen, oder? Nein, ich bin beim Dartspielen total gut, aber die sind besser in der Playstation. Das können die besser. Spielen wir da vornehmen, oder? Haben wir auch so ein Ding da stehen. Ach, Ball, da haben gar keine Chance. Das ist hier Teambildung, Leute. So muss das laufen. Hast du auch schon mal gegen den Chef gewonnen? In was? Mehrmals sogar. In allem. In allem! So, jeder musste was mitbringen, was er irgendwie interessant fand. Und ich habe die Regenwürmer mitgebracht, weil wir ja so viel mit Tieren gemacht haben dieses Jahr. Da sind sie. Sie sind noch im Kälteschock. Aber besorgt euch mal eine Wurmkiste. Guckt euch das Video mit der Wurmkiste an. Das ist super. Könnt ihr nicht nur Insekten fördern, sondern auch Würmer. Besorgt euch jetzt auch alle Würmer? Ja. Nicht so ganz. Also mitgemacht haben hier bei der Ausstellung schon jede Menge Leute. Ein Kürbis. Das ist jemand, der das leckere Kölschbier serviert. Trinkt ihr Kölsch oder trinkt ihr was anderes? Reisdorf ist Kölsch. Ja, ich trinke eher Wein. Ja, Wein? Ich bin eher bei einer anderen Biersorte. Bei welcher denn? Nur Mut. Nee, nur Helles. Nur Helles. Bayern, aus Bayern. Ja. Bayerisches Helles. Augustiner Paulaner, sowas. Tegernseher ist ganz hoch im Kurs. Tegernseher, ja. Aber die Juppies trinken ja auch, also die Juppie-Kinder trinken auch wieder Helles. Also so gesehen bist du da nicht... Ja, bei mir ist es Native. Bei dir ist es Native? Ja, bei mir ist es Bist Native. Du Bayer? Ich bin fast Bayer. Ich bin Baden-Württemberg an der bayerischen Grenze geboren. Liebe Bayern und Bayerinnen, er meint es nicht so. Und liebe Schwaben und Schwäbinnen und liebe Badener und Badenerinnen. Ja. Also hier seht ihr, haben ganz viele Leute mitgemacht. Das ist die Frau Schoh-Antwerpes, eine Politikerin. Dann haben wir ja noch alles. Den kennt man ja noch. Der Fotografenmeister persönlich hat mitgemacht. Was ist ein Fotografenmeister? Jeder hat ein Handy, jeder kann fotografieren. Was ist der Unterschied?
Was der Meister kann, das ist doch logisch, ist ein Handwerksmeister. Das heißt, ich habe ihn berechtigt auszubilden. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich kann es besser als meine Azubis. Erklär mal, also was ist eine große Blende und was ist eine kleine Blende? Große, kleine Blende sind natürlich zwei Begriffe, die umgangssprachlich falsch verwendet werden. Ne? Eine kleine Blende meint, dass ich also wenig Licht durchlassen kann und damit natürlich viel mehr Tiefenschärfe erreichen kann. Eine große Blende, das ist der Umkehrschluss eigentlich, dass viel Licht durchkommt und wir mit wenig Licht draußen auskommen würden, zum Beispiel. Es ist aber eigentlich umgekehrt. Also das würde sagen, kleines Loch, großes Loch ist einfacher zu sagen. Das ist einfacher zu erklären, sehr schön. Kleines Loch, großes Loch. Da seht ihr, das können Fotografen meistern. Was soll ich noch mal, was soll ich machen? Ja, genau, ich wollte euch beide drauf. Du wolltest uns beide drauf haben? Okay, wir tun noch mal so, als wir was machen. Sehr, sehr schön. So, wo warst du vorhin auf dem Foto? Wir haben dich vermisst. Ja, mich hat keiner gerufen. Das ist eine Schweinerei, ja. Ey. Das ist wirklich. Ja. Ja, du bist dafür auf dem Video drauf. Thomas, jetzt sehe ich hier noch, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich sehe hier die ganzen Leute, die alle total bekannt sind und so. Was ist die wichtigste Regel, wenn man mit bekannten Leuten zusammenarbeitet? Sie auf die gleiche Ebene zu brechen, wie wenn sie unbekannt wären. Und wie machst du das? Indem ich mich natürlich verhalte und mit dir genauso spreche wie mit jedem anderen auch. Und dann funktioniert das. Ja, ich bin ja jetzt nicht so bekannt wie einige andere. Und was machst du, wenn die Leute totale Angst haben und super nervös sind und noch nie vor der Kamera standen? Was ist da der Trick? Das ist meine Aufgabe, sie so zu lenken und zu führen, dass sie diese Angst nicht mehr haben. Hast du einen Trick? Es gibt keine Unfotogenen, es gibt nur schlecht Fotografen. Sagst du das auch? Das sage ich denen auch. Und dann sind sie froh, dass es eben klappt. Und was es nicht gibt, sind schlechte Journalisten beim BDR. Da gibt es nur gute. Ist doch so, oder? Okay. So, Ines. Der Einzige oder die Einzige, die noch nicht gesagt hat, wie es ihr während Corona ging, das bist jetzt du. Ines, wie lief es bei dir? Das haben bestimmt ganz viele auch noch nicht erzählt, wie es ihnen bei Corona geht. Und das können die hier unten drunter erzählen. Und was war für dich das Beste? Wir wurden ja gefragt, was das Beste ist. Das Beste ist tatsächlich mal ein bisschen Zeit zu haben. Also, für was denn? Was machst du denn mit der Zeit? Ja, ich programmiere zum Beispiel ganz viel. Dazu komme ich nicht sehr gut, wenn wir so viel unterwegs sind. Und du hast Kekse gebacken öfter? Ah ja, das stimmt. Aber das ist mehr gut für dich, weil du isst die Kekse. Ich esse die. Und was war irgendwas schlecht? Dass man jetzt so viel zu Hause ist. Also andere würden sagen, das ist echt schön zu Hause. Also sie beneiden andere, die jetzt zu Hause bleiben können, aber... Ich mag es nicht. Du möchtest lieber draußen sein, in der Wildnis. Ich mag gefordert werden. Ich mag, wie soll ich jetzt sagen, ein bisschen Druck haben, ein bisschen Termindruck. Dann fährt die nächste Linie 3. Mann! Ich fordere dich gerade, Hessen. Ach so, Mann. In 3 Minuten.